Sie haben die Schlüsselrolle in der Verkündigung des Evangeliums, Priester und Diakone. Einmal im Jahr, immer am Montag vor dem Osterfest, kommen sie in Passau auf Einladung von Bischof Stefan Oster zusammen. Zu Begegnung und Austausch, für neue Impulse und Anregungen für ihr Wirken in den Pfarreien. Und wir fragen uns miteinander, wie eine Verkündigung aussehen kann, die auch die Menschen erreicht, die zum Beispiel nicht mehr kommen. Wir haben ja das Phänomen, dass sehr viele, bis zu 90% der Menschen getauft sind, aber so gut wie nicht mehr am kirchlichen Leben teilnehmen. Wie erreichen wir heute Menschen, die entfernt leben und trotzdem zu uns gehören? Aber darüber hinaus, wie sind wir missionarisch Kirche, auch für die, die uns noch gar nicht kennen, die nicht getauft sind? Das ist eine große Herausforderung für heute. Priester sind Männer in der Welt, aber nicht von der Welt. Ein Wort aus dem Evangelium und eine wichtige Botschaft für Priester und Diakone. Was sie genau bedeutet, darüber referiert der Schweizer Jugendbischof Marian Eleganti. Ein Vortrag, der durchaus zum Nachdenken anregt. Der Priester ist ein Mystagoge. Er soll die Geheimnisse Gottes ausspenden und die Menschen aufgrund seiner eigenen Gottesbeziehung in die Beziehung mit Gott führen. Und er muss das ausstrahlen. Er darf nicht nur ein Pastoralmanager sein, ein Teamchef, er darf nicht nur sozial, psychologisch helfen und den Menschen dienen, das ist auch wichtig, hat ein gewisses Recht, aber sein eigentliches Kerngeschäft ist doch etwas Heiliges, Übernatürliches, Geistliches. Und genau das kommt heute oft zu kurz. Die viele Organisation verschlingt viel Zeit. Und die fehlt dann oft im geistlichen Leben. Für den Schweizer Jugendbischof liegt die Lösung hierfür klar auf der Hand. Er muss nicht in erster Stelle ein Team organisieren. Das könnten eigentlich auch begabte Laien ihm abnehmen, damit er sich auf sein Charisma konzentrieren kann. Und das ist ein geistliches. Bischof Stefan Oster sieht das genauso. Priester sind für ihn das Herz der Verkündigung. Und da geht es auch darum, wie finden wir Formen der Animation, auch für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pastoral, für die vielen Ehrenamtlichen. Wie gelingt es denen heute, das Evangelium ins Herz zu legen? Der feierliche Abschluss des Priester- und Diakonentags ist wie immer die Missa Chrismatis, die Chrisammesse im Stephansdom.